Werde ich eher dort sein, bevor es funktioniert? Ich frage mich gerade, warum es eben nicht funktioniert hat. Das kann ich dir auch nicht sagen. Oh, ich habe den Lavasee gefunden. Jetzt bist du Hallöchen. wieder da. Hast du meine Sachen retten können? Ja, ich tue sie gleich in dein Wolf rein. Okay. Hauptsache, denen geht's noch gut. Ja gut, also Orks sind dann doch nicht zu unterschätzen. Irgendwelche Tricks haben die drauf. Ja, zumal die einen auch noch runterholen, die Bösen. Ja, das ist es ja sonst. Wir wären sehr läppisch gewesen. Aber dann ist der große See hier der Black Lake. Ja, das vermute ich auch. Wir sind hier auch neben. Dann ist die Map aber gar nicht so riesig, oder? Also ich bin gerade von dem Spawnpunkt 1 zum Lavasee gelaufen in der Zeit. Ja, dann ist sie wahrscheinlich doch ein bisschen kleiner. Bisschen. Na ja, gut. Groß genug auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass man wie wenig Tiere hier sind und das meiste zu Fuß No. gemacht wird. Oh, Fledermäuse. Nicht das noch. Bei Imi habe ich es erwartet. Naja, aber nur drei Stück und solange wir uns in Bewegung halten. Na, die holen einen ja nicht vom Wolf, da passt das schon. Nicht so wie der Ork, ne? Der Crystal Lake ist wahrscheinlich auch recht interessant. Ja, scheint man ja auch direkt hin zu können. Da ist schon wieder Lavadunst. Na, ah, ich sehe es. Jetzt einmal zu viel gejumpt und man ist drin. Eine Runde Bahn gehen. Vielleicht ist es ja nur eine Textur und ist gar nicht gefährlich. Leg doch einen Schlafsack und teste es aus. Okay. So. Moment, da muss ich mich hier erst ausziehen. Arschbombe! Nein, da ist ja sogar ein Sprungbrett. Das muss ich Genau, wenn natürlich schon, denn nutzen. schon, ne? Natürlich. Ich bin gespannt. Also in der Umgebung ist es ja nicht heiß. Eben, das ist bestimmt lächerlich. Nur warmes Wasser. Wie du da langläufst, so kleiner Pixel. Jetzt habe ich kein Wasser mehr und keine Ausdauer. Okay. Okay, das ist sehr gruselig. Jetzt stehe ich an der Spitze von diesem Gestein. Und wenn ich nach oben gucke, verschwindet das Gestein und ich stehe ein bisschen in der Luft. Das ist doof. Okay, dann muss ich so. Okay. Arschbombe! Bin irgendwie verbrannt. Das war sehr schnell. Ach, herrlich. Weißt du, was Schlimmes? Der Schlafsack wird einem nicht angezeigt. Auf der Map jetzt. Ach doch, da unten. Hä? Okay, da ist irgendwas mit der Map sehr buggy. Der Schlafsack wird mir jetzt ganz unten rechts angezeigt. Okay. Ja. Du hast Hier keine sind wir Ahnung mehr. falsch. Hier ist irgendwie falsch, genau. Weil wenn da die Eishöhlen sind und da wieder der Kristall, der grüne. Naja, sind wir nach rechts hier.
Dann sind wir ja fast beim Startpunkt. Theoretisch. Du könntest den Spring of Light gefunden haben. Vorhin. Aber lass mal zu den Eis gehen, was da so. Ja, sonst verlaufen wir uns eh wieder. Find's nie wieder. Genau deswegen. Hui, Helligkeit. Mir ist gar nicht kalt. Ja. Aber sie sieht cool aus irgendwie. Oha. Ich bin nicht weiter. Hui. Oh Gott. Na, fliegst du unter die Welt? Ja, aber man kann ja rumlaufen unter dem Eis. Die Frage ist, kommst du da je wieder raus? Natürlich. Gott, ich häng fest. Soll ich dich porten? Noch nicht. Das wird schon irgendwie gehen. Oh Gott, porte mich, schnell, schnell. Ich muss absteigen. Noch nicht porten. Okay, ich bin irgendwo unten angekommen, hänge jetzt aber in einer Erdspalte fest. Wie komme ich hier denn raus? Wolf, komm mal zu mir. Und komm näher. Oh nein, da kommt hier auch nicht rein. Ich bin in einer ganz, ganz tiefen Spalte. Das klingt irgendwie falsch. So tiefe Spalten gibt es sonst gar nicht. Aber warum? Ich will aber auf den Wolf. Sieht schlecht aus. Ich glaube, ich schwebe, oder? Ja, ich schwebe. Weil ich nicht weiter fallen kann, dieser ganz enge Zone. Also das ist so ein. Also es ist ganz schön mies. Du läufst unter dem Eis auf Boden rum und dann auf einmal geht das so ganz steil bergab. Dann war der Boden weg. Ja, aber hier unten geht es dann weiter. Also es ist nicht jetzt einfach unter der Map komplett. Hier ist noch auf der letzten Bodenschicht quasi, aber da sitze ich jetzt fest und komme nicht auf den Wolf. Der kommt auch nicht zu mir. Ja. Soll ich dich hochporten? Dann ist der Wolf weg. Und dann kommt man dem Wolf ran. Während du das versuchst, an den Wolf ranzukommen, bin ich mal kurz AFK. Alles klar. So, da bin ich wieder. Ich hätte es fast geschafft. Ich bin jetzt nur noch so. Also es steht schon im Grau, näher kommen zum Reiten. Vorher war ich noch ganz weit weg. Versuchst du es also noch weiter, ja? Ich habe erstmal bewusstlos gemacht, vielleicht hilft mir das ja. Ja, also das sieht so ein bisschen unfertig aus da oben, ne? Die Eishöhle. Ja, so. Die sieht noch unfertig aus. Ja, komm, Wolf. Streck den Kopf. So gemein. Ich kann ihn fast anfassen. Ich kann ihn sogar schlagen. Aber ich kann nichts. Kannst du ihn auf niedrigste Entfernung stellen? Ah, ich bin drauf. Jetzt muss ich mich hier unten mal kurz umsehen. Gib mir Bescheid, wenn ich dich porten soll. Ja, kannst du jederzeit. Ich sehe eh nur schwarz. Ich laufe in so einer engen Felsspalte rum. Aber hier geht's sogar weiter. Ach, port mich lieber. Ah! Nein. So. Nächstes Abenteuer. Na, gehen wir jetzt rechts um den See rum, oder? Genau, und hinter den Hügel hier genau vor uns, also rechts von dir, der hohe Hügel, da ist dieses Ei des Wassers.
Ja, da bin ich doch auch vorhin hochgelaufen, da bin ich aber doch verloren. Nee, Wenn ich nicht gerade da. drauf zulaufe. Ich meinte hinter uns der Hügel. Ja, okay. Ja, genau. Dann passt das. Und dahinter wiederum noch ein Stück. Dieser Tempel gewesen. Der Richtung. Ja, hier. Da ist auch schon der Loot Crate auf der Säule. Ah. Der Tempel. Keine Ahnung. Aber was ist das denn jetzt hier für eine Stelle? Ist das kurz vor der Ancient Mine oder? Ja, muss es ja. Das Kapitol von könnte das sein? Ja, okay. Stimmt. Aber guck mal, wo das Water-Ei dann eigentlich ist. Das ist ja enorm weit weg angeblich. Aber reinkommt man nicht, oder? Doch, 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 hier vorne. Aber Abgeschlossen. nur zu Fuß kann man hier rein. Hier ist offen. Schlafsack legen und rein. Naja, hier ist nichts drin. Ach so. Na, Wasser ist hier. Holz ist hier ein bisschen und Wasser, genau. Schade, dass man die Tür nicht aufkriegt. Ja, dahinter ist aber auch nichts, oder? Gehst da rein in den Berg. Nee, das ist einfach nur ein Dinosauriergeld. Mein Wolf verarscht mich. Er will mit dir spielen. Ich möchte da oben auf diese Feldspitze und den Loot Crate haben. Ich glaube, dazu müssen wir jetzt den Agentarbis-Themen, der da rumfliegt. Dazu bräuchten wir erstmal was zum Helm. K.O.-Boxen. Lass uns mal hier lang weiterreiten. Ich merke bei der Map richtig, dass ich alles auf Low gestellt habe. Das spawnt immer alles knapp vor mir erst. Ja, das habe ich auch das Problem. Aber nur bei manchen Steinen, nicht bei Ja. allen. Aber das macht es auch so schwer, sich zu orientieren. Du guckst in die Weite und denkst, da müsste ja schon was sein und siehst aber nichts. Und dann Ja. irgendwann plopp. Aber ich frage mich, wo die Mine sein soll. Gefühl, wir bewegen uns gerade von der weg. Ja, weil da hinten war ja auch nichts. Vielleicht Sicher? ist hier vorne noch der, kommt noch der Eingang oder so. Müssten wir jetzt nicht schon wieder quasi rechts neben dem Crystal Lake Was zum sein? Töten? Ii. Aber von den Ram-Dreihörnern gibt's hier einige, ne? Ja, die scheinen hier so. Keine Ahnung, vielleicht sind es ja blinde Tiere und so Höhlentiere, Mutationen. Keine Ahnung. Könnte Passt sein. da irgendwie zu. Aber guck mal, der Felsen, der jetzt vor uns ist, der wirkt für mich wie der Felsen, der neben dem Kapitol ist. Puh, ja, könnte. Und hier rechts geht's um die Kurve rum, dann geht's hier in die Mine rein. Könnte sein, ja. Oh, also auf jeden Fall irgendwas Besonderes. Ja, Pflanzen. Pflanzen alleine sind schon was Besonderes. Das sind doch Pilze, Mensch, ist doch nichts Besonderes. Haufen Steine. Ich hätte jetzt hier Metallvorkommen oder so erwartet. Richtig. Wenn wir überhaupt an der richtigen Stelle sind. Ich glaube es fast.
Wahrscheinlich sind wir gerade in der Green Oasis zum Füßen. Oh, Pilze! Das sieht doch schon mehr jetzt so vor. Hä? Hm? Wo laufen wir denn hier hin? Ich weiß es nicht, aber es geht weiter. Bis wir feststecken. Lol. Metall! Ernst? Ein Metallklumpen hier. Der ist bestimmt sehr ergiebig. Die Kristalle da. Ich glaube bestimmt auch zum Abbauen. Oh, jetzt wird's schick. Jo. Skorpione. Na toll. Ganz viele Skorpione. Und 1000 Füßler. Ich will nicht weiter. Warum denn nicht? Scheinbar, die sich hier alle bewegen und nicht so festsitzen wie in anderen Höhlen. Ich renne jetzt hier hoch. Das reizt mich. Mist. Ja. Räuberleiter. Nee, klappt nicht. Ist das da eine komische Textur? Ja, es ist eine komische Textur. Ja. Aber cool ist das auf jeden Fall. Also es gibt einiges zu entdecken. Ja. Aber zum Spielen stelle ich sie mir halt echt schwer vor, die Map. Ist nicht. Also schwierig, ja. Halt wenig da. Man muss aber mit wenig auskommen. Da ist so ein Dornvieh. Jo. Alle? Fledermäuse. Und Metall. Da hinten ist... Welches Tier ist das? Bär? Nein, die Echse da hinten. Ich kann es nicht erkennen. Das ist ja... Das sind Megalos, sind das. Oh. Dum. Das erste Mal, dass ich ein Megalo sehe in Wild. Also, wenn er wach ist, ist der fies. Der gräbt uns nämlich und hält uns im Maul. Machen wir mal weg hier, oder? Ach was. Erstmal ein Schlafsack. So, dann angreifen. Moment, vorher noch Wolf auf neutral. Als ich runter sterbe. Wir können auch warten, wie spät ist es überhaupt? Ich sehe keine Uhrzeit. Ich glaube, es gibt hier keine Uhrzeit. Wir sind immer noch in Tag 1. Dann sind wir nur nachts hier, oder wie? Ja. Oder ist das so realistisch? Dann wird er nie inaktiv. Und rechts läuft ein Dairobär. Und noch was anderes auf jeden Fall. Spinnen, 1000 Füßler. Noch eine Dornechse ganz hinten. Links ist auch noch ein Bär. Okay, er hat mich gesehen. Er hat den ganzen Wolf im Maul, aber dann kann ich ihn trotzdem beißen. Das ist nicht so schlimm. Zack, Level 4. Easy. Ich meine, zu Fuß wäre es eine Katastrophe hier, aber um Wölfen geht's. Guck mal, wie viel Metall hier ist. Und ein Loot Crate. Und Schwefel. Und Obsidian. Und. Oh, so gemein.